guck mal, das ist doch nicht schön. Domme, du bist aber auch dämlich, weißt du? Das ist ein Unterhemd. Da musst du ein Oberteil drüber ziehen. Dieses Gepunkte, was ich dir vorhin dann gegeben habe. Sag das doch direkt, Mann. Ich denke, du hättest Ahnung von Mode. Boah, du bist echt ein Trutchen, weißt du das? Was ist hiermit? Da, dein Unterhemd. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Das sah auf der Kleiderstange besser aus. Diese Punkte, das macht doch total dick. Und dann hier unten, das ist so eng, da muss ein Keil, da muss er auftrennen und einen Keil zwischennehmen. Gut, das geht also ja nicht. Gar nicht. Also das Nein, nächste. Zieh das nächste an. Boah, fürchterlich. Boah, die geht mir so auf den Nerv mit ihrem Genöle. Ey, denkst du, dass ich taub bin oder was? Ich sitze hier vorne, das ist nur ein Vorhang. Domme will auf keinen Fall vor ihren Verwandten wie eine Spießerin aussehen. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen. Ja, guck mal, das ist doch super. Oh Gott, das ist ja eine Katastrophe. Guck mal, der Bauch guckt raus. Sitzt wo denn? Stimmt doch gar nicht. Domme, siehst du das denn nicht? Das ist... Das ist okay. Also von hier oben sehe ich nichts. Das ist ein Kleid und das geht dir nur bis zum Bauchdamm. Da, guck mal, der Bauch guckt raus. Nee, da ist doch gar nichts, Mensch. Siehst du das wirklich nicht? Nee. Geh da jetzt rein, zieh das wieder aus. Ja, Mensch, bevor dich noch einer sieht. An Domme sind die Klamotten wirklich eine Katastrophe. Da passt ja gar nichts. Was ist hiermit? Das ist auch irgendwie so flatterig. Oh, Domme, was hast du da gemacht? Was denn? Was Guck denn mal da? Hier. Du hast Schokolade beschmiert. Ja, da habe ich ein bisschen gekleckert. Weißt du, das aus so einem teuren Stoff kriegst du das nie wieder raus. Natürlich hält man das raus, Mensch. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja. Was hat sie denn da gemacht? Jetzt müssen sie das leider kaufen. Den Fleck kriege ich auch nicht mehr raus und kann die Sache auch jetzt nicht mehr in den Laden reinhängen. So. Zahlen wir und kein Ding. Ja, aber jetzt bitte aufpassen, wenn sie jetzt noch was anprobieren, dass sie jetzt keinen Schokoriegel mehr essen, ja? Ja, ja, ist okay. Du gehst jetzt da rein, ziehst das aus. Weißt du das? Ja. Jetzt passt das nicht, jetzt müssen wir es trotzdem kaufen. Sein Esel. Es tut mir ja schon ein bisschen leid, dass Marianne jetzt dieses teure Teil kaufen muss. Aber... Ich hab sie ja gewarnt. Shoppen mit mir ist halt teuer. Ja, das tut mir leid. Ja, das tut mir noch mehr leid. Also jetzt müssen wir das kaufen und haben trotzdem nichts. Was bekommen Sie von mir? 159 Euro. 159 Euro. Für nichts und jetzt haben wir trotzdem nichts. Also dein Essen, das kostet uns immer so viel Geld. Ich krieg irgendwann noch mal die Krise mit dir, weißt du das? Wie komme ich denn jetzt hier an die Kleidung ran? Mist. Oh Mensch, ich bin zu klein. Ein verschlossener Kleidercontainer ist für manche ein Hindernis, für Domme hingegen eine Herausforderung. Sie gibt nicht auf. Im Gegenteil, alles für die Mode, alles für den Ruhm. Die 26-Jährige braucht die gespendeten Kleidungsstücke, denn neue Stoffe kann sie sich nicht leisten. Wie komme ich denn jetzt an die Klamotten ran? Mist, so klappt das nicht. Oh, super! Eine Frau, ein Plan und drei Getränkekisten. Domme ist ihrem Ziel einen Schritt näher. So. Oh, ich muss an diese Klamotten rankommen, Mensch. Scheiße! Oh nee! Oh nee, ich komme hier nicht mehr raus! Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hilfe! Hallo! Ich brauche Hilfe! Ach du Scheiße! Hallo, ist da jemand? Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hallo! Hallo! Was machen Sie da? Hallo! Ich stecke hier fest! Warten Sie kurz, ich ziehe Sie raus, ja? Ja, danke! Ah, nee, so geht das nicht. Nee, halten Sie da gerade irgendwas fest? Ja, eine Tüte. Ja, dann lassen Sie die los. Nee, die lasse ich nicht los. Ist der irre? Ich lasse da meine Beute jetzt nicht los. Dann wäre ich ja umsonst hier hochgekraxelt. Ach, Mensch. Ah, Mensch. Ah. Ja, das müssen Sie kurz ausschalten, wenn Sie was so nicht loslassen wollen. Oh, vielen, vielen Dank. Sie sind mein Retter. Kein Problem, kann ich kein Ihnen irgendwas anbieten? Nein, hier? Nein, danke. Nein, danke. Ein Schokoriegel Nein, vielleicht. Danke. Ciao. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist ja super. Ja, klasse.
Damit kann ich was anfangen. Jetzt kann's losgehen mit meiner Fundswald-Mode. Aus den Sachen lässt sich was kreieren. Kurze Zeit später. So, dann gucken wir mal, was wir daraus zaubern können. Domme ist nicht mehr zu bremsen. Sie lässt ihrer Kreativität freien Lauf und legt sofort los. Mit Schere, Kleber und Tacker will sie mindestens genauso gute Ergebnisse erzielen wie eine klassische Designerin. Außerdem kommt sie so viel schneller ans Ziel. Domme geht mit der Zeit, sie ist quasi en vogue. Ihre Kleidungsstücke sind aus biologischem Abfall. Zeitungspapier und Garnsterne aus Omas Nähkästchen geben ihrem Erstlingswerk den letzten Schliff. Ja, für den ersten Entwurf doch gar nicht schlecht. Ich bin eine echte Künstlerin. Oh, gar nicht mal übel. Ich glaube, ich habe wirklich meine Bestimmung gefunden. Hallo. Hallo, Domme. Hallo, Tante Marianne. Hey, und? Wie war der Workshop? Der war super. Ich meine, die Tante, die war zwar blöd, aber trotzdem war das super. Der hat mir super viel gebracht. Ich habe meine Bestimmung gefunden. Ich habe auch schon die ersten Entwürfe. Komm mal rein, ich zeig dir die. Oh Gott, was ist denn mit dir los? Komm mit. Du bist ja wie von einer Tarantel gestochen. Ja, dann zeig mal deine super. Guck mal, ist das nicht toll? Was ist das denn? Mein Oberteil. Das habe ich gerade gemacht. Bist du bescheuert oder was? Nein, warum? Das ist doch total schick. Das hast du gemacht, das hast du im Workshop gelernt. Ja, das ist die Haute Couture für... Die was? Die Haute Couture für was rundere Frauen. Das sieht aus wie ein Lumpen. Nein, das ist total schick. Ach, Domme, du hast sie doch nicht alle am Baum. Was ist das hier für ein Scheiß? Guck doch mal, das ist echt schick. Das ist Haute Couture für runde Frauen. Ja, ja, klar. Dafür habe ich 150 Euro ausgegeben, ne? Ja gut, der Workshop, ja, die alte, die war halt echt doof. Und, aber, tja. Die 150 Euro, die ich mir sparen können, das hätte ich dir auch beibringen können. Das ist doch schick. Was ist denn da dran schick? Das ist einfach nur zusammengekleistert. Oder hast du das aus dem Altkleidercontainer? Nee, zumindest nicht alles. Ach Mensch, das... Ja, nicht ach Mensch, ich bin jetzt echt sauer. Und hör mal, ich brauche auch noch ein Model. Meinst du, du kannst das mal anziehen, damit ich gucken kann, ob noch was fehlt, ob ich noch irgendwas verbessern kann, oder? Ich mit meiner Größe 34. Wie soll das denn gehen? Ich versauf doch da drin. Oh, ist ja gut, dann zieh es halt selber. Ja, mach das auch besser. Meine Güte, nee. Weißt du was? Das ist jetzt auch noch typisch wieder bei dir. Nur was zu fressen findet man hier. Kerl, geh. Geh mir aus den Augen. Ja. Pff, dann steht sie halt nicht Modell für mich. Aber vielleicht kann ich sie überzeugen, wenn sie es erstmal an mir gesehen hat. Und? Bist du bereit? Ja, dann komm. Aber bitte mach's kurz und schmerzlos. Was sagst du? Wie siehst du denn super, oder? Aus? Super? Klar. Aber das sah schon, wie du es mir gezeigt hast, scheiße aus. Aber an dir sieht es 10-mal mehr scheiße aus. Nein, das sieht echt toll aus. Lass mich mal gucken, wie hast du das denn hier so befestigt? Was ist das denn? Oh Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Das war nie heile. Und außerdem hast du das getackert. Ja. Hör mal, ich dachte, du warst im Nähkurs und nicht im Tackerkurs. Ja, war ich doch, aber das war halt scheiße. Ich warne dich. Komme nicht so auf meine Silberhochzeit. Schwör dir, ich schmeiß dich raus. Du machst mir diese Feier nicht kaputt. Und was ist das denn hier für ein Gebimsel? Das sind Sonnen, die symbolisieren Liebe. Liebe, weißt du was? Du hast einen Sonnenstich. Ich geh jetzt nach Hause, weil ich die Schnauze voll hab. Oh, ja, dann mach das. Ja, mach ich auch. Tschüss. Du, wo hast du denn die Weihnachtsmänner her? Es ist doch gar kein Weihnachten mehr. Die habe ich als Restposten im Internet geschossen. Dass die hier überhaupt überlebt haben. Die sind alle abgelaufen. Schon seit 3 Jahren. Schmecken aber noch ganz gut. Die isst du doch wohl nicht mehr, oder? Natürlich. Schokolade wird doch nicht schlecht. Früher hatte die überhaupt kein Haltbarkeitsdatum. Das mit dem Haltbarkeitsdatum, das ist völliger Quatsch. Also mein Motto ist, solange es nicht wegläuft, kann man es auch noch essen. Diesmal will Domme nicht nur die Geschmacksnerven ihrer Tante überzeugen, sie gibt sich bei dem Anrichten ihrer Eigenkreation richtig viel Mühe. Mariannes Geruchssinn schlägt allerdings schon Alarm. Was machst du denn da? Das riecht ja abartig. Lass dich überraschen, das wird dir gefallen, da bin ich mir sicher. Jetzt kommt der große Moment. Marianne wird begeistert.
begeistert sein. Sie weiß überhaupt nicht, welche Ehre ihr da zuteil wird. Das Pfundsweib will endlich eins, Anerkennung durch ihre Tante. Und sie ist sich ihrer Sache sicher. So, fertig. Domme hat sich von Sterneköchen, die mit Schokolade arbeiten, inspirieren lassen. Schokolade, 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 Schokolade. Einmal. Da bin ich ja mal gespannt. Zweimal. Du präsentierst das hier, du. Domme macht ja eine richtige Show aus dem Essen. Also so glücklich sehe ich meine Nichte echt gern. Ich hoffe, sie verbockt es nicht wieder. Was mich da jetzt erwartet. Ja, du bist die Erste, die in den Genuss von Dommes Schoko-Event kommt. Wenn ich schon wieder Schoki höre, weißt du, dann gehen mir echt die Nackenhaare hoch. So. Tada! Wow, was ist das denn? Das ist ein Rezept aus dem Internet. Ich hab's ein bisschen abgewandelt. Oh, Dumme, wer packt denn bitte Schokokränzchen auf den Kartoffelsalat? Ja, ich? Das sieht doch gut aus. Ich esse das nicht. Ich finde das abartig. Was hat sie denn? Das ist doch das perfekte Essen. Selbst ein Sternekoch hätte das nicht besser hinbekommen. Nein, warum? Das ist doch super. Ich meine, hallo, das machen die Sterneköche doch auch für die Reichen und Schönen. Süß und salzig, das ist der Hit gerade. Weißt du was? Du bist weder reich noch schön, noch bist du ein Sternekoch. So würde dir das niemand abnehmen, niemand. Gott, ist das lecker. Mal, Schatz, hast du da jetzt einen Staubsauger drin? Ach, Schatz, jetzt entspann dich doch einfach mal. Wird dieses Zelt immer breiter. Oh Gott, was passiert da? Oh Gott. Oh Domme, du kommst da doch nicht wieder raus. Schatz? 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 Was machst du da? Huch? Was hast du da gemacht? Oh, Schatz, helf mir mal, ich komme hier gar nicht mehr raus. Die ist ja viel zu groß. Was hast du da drin nur gemacht? Ich wollte unsere Matratze, aber die ist ja viel zu groß. Guck dir mal, wie das Zelt aussieht. Da kannst du doch nicht mehr drin liegen. Ich komme hier auch gar nicht mehr raus. Ja, komm, ich versuche dir zu helfen. Komm. Siehste, wusste ich doch. Jetzt kommt die da nicht wieder raus. Streng dich jetzt mal an. Du bist da auch reingekommen. Ja, aber ohne Matratze. Ja, das ist jetzt selber schuld. Oh Mann, ey. Komm hoch. Du bist mir eine. Du guck das mal an. Woher soll ich denn wissen, dass das Scheißteil nicht in das Zelt passt? Also, ich hätte auch ein größeres Zelt geholt. Ja gut, aber Florian hat wahrscheinlich gedacht, in einem kleineren Zelt, da liegen wir auch eng aneinander. Ja komm, wir machen das Scheißding da jetzt raus, wir tun die Isomatten rein und dann schlafen wir so, wie es geplant war. Ja, okay, machen wir. Schatz, machst du das bitte, ich geh mal eben auf Toilette, okay? Okay. Oh Scheiße, Dom hat mich gesehen. Was machst du hier? Bist du wahnsinnig? Komm mit. Mann, ich muss doch auf dich aufpassen. Jetzt, komm mit, der darf uns jetzt nicht sehen. Mist, ich hatte mir so ein tolles Versteck ausgesucht und hatte alles super im Blick. Domme hat mich doch entdeckt. Das war mir echt ein bisschen peinlich. Mama, bist du wahnsinnig? Was machst du hier? Ich wollte ein bisschen campen. Du und campen, du hast sie doch nicht mehr alle. Ja, dann such dir einen anderen Campingplatz, aber doch nicht den, auf dem ich bin. Weißt du was? Ich wollte auf dich aufpassen. Der Typ ist doch nicht ganz richtig im Kopf. Geht nach ein paar Tagen schon mit dir campen. Ja, ist doch schön, dass er mich zum Campen einlädt. Mein Gott, ich kann auch auf mich selbst aufpassen. Wag es dich, auch nur einmal in unsere Nähe zu kommen. Finde daraus, dass du meine Tante bist. Dann warst du meine Tante. Ja, dann war ich halt deine Tante. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und wehe, ich sehe dich noch einmal. Das schwöre ich dir. Ich bleibe hier auf diesem Campingplatz. Tu, was du willst. Und ich werde euch im Auge halten. Tu, was du willst, aber lass mich in Ruhe. Denn ich liebe dich.